Moin Leute, was geht? Heute ein neues Video von mir und zwar geht es heute wieder mal ums Messer. Genau, ich habe zwei Stück für euch, die möchte ich euch vorstellen. Aber bevor es soweit ist, möchte ich noch drei Leute grüßen. Und zwar ist das einmal der CPD Studios, der hat mich abonniert. Dann der Dino Pharma, auch danke fürs Abo. Und Theo Mansari, dankeschön fürs Abo, ihr werdet es nicht bereuen. So, heute geht es um diese beiden Messer. Und die werde ich euch jetzt einfach gleich mal vorstellen. Aber bevor es soweit ist, wenn euch das Video gefällt, am Ende des Videos erscheint so ein kleiner Button, da könnt ihr drauf drücken, da könnt ihr mich abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wenn euch das Video wirklich gefällt, schreibt mir in die Kommentare und drückt gefällt mir. Ne? So, das sind die beiden Messer. Wieder bei Amazon habe ich die geholt. Fangen wir erstmal mit dem großen an. Das gefällt mir auch wirklich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist auf jeden Fall ein schweres Messer. Also was heißt schwer, aber es liegt auf jeden Fall gut in der Hand. Und es ist ein Einhandmesser und es ist federunterstützt, was ich auch sehr nice finde. Dann finde ich auch, ich finde die ganze Aufmachung einfach geil. So mit diesem Totenkopf hier, mit diesen Löchern hier drinne. Dann, die Klinge, die ist ein bisschen lose, muss ich sagen. Also wenn man das wirklich hart im Einsatz hat die ganze Zeit, dann ist das wahrscheinlich eine Schwachstelle. Aber wie gesagt, hier Feder unterstützt, absolut geil, ohne Scheiß. Auch die Klingenform, die gefällt mir total. Also von der einen Seite ist es halt stumpf, die andere Seite ist auf jeden Fall gut scharf. Dann hat sie hier noch so eine Sägevorrichtung, halt hier diesen Hoppel, womit man das Messer dann aufmacht. Also man kann es auch so aufmachen, weil er hat hier eine Schraube drinne. Aber damit springt er nicht ganz auf. Ist auf jeden Fall ein verbotenes Messer in Deutschland, beziehungsweise nicht verboten, es ist verboten mit rumzutragen. Ja, hat er hier noch so einen Gürtelclip dran und einen Bieröffner, was ja auch ganz wichtig ist. Ne? Weil wenn das irgendwo im Werkzeugkasten liegt, ist das natürlich perfekt. So, da kann man dann einiges mit machen. So ein bisschen multifunktional. Und also es wiegt auf jeden Fall auch ordentlich was. Was ich persönlich, ich finde, wenn etwas wiegt, dann ist das für mich immer so ein ja, das ist dann ein bisschen auch wertig. Ne? Also oftmals ist es ja einfach so, dass überall Kunststoff verbaut wird und billig und leicht. So, das verbinde ich irgendwie miteinander und das habe ich hier bei diesem Messer halt nicht. Ich finde, es ist wertig verarbeitet. Klar, hier ist ein bisschen Spiel, aber Optik finde ich absolut top. Und ja, machen wir gleich mal einen Schneidtest. Aber vorher würde ich euch gerne einmal das andere zeigen. Also wie gesagt, alle Messer werde ich auf jeden Fall in die Infobox reintun, den Link, den ich bei Amazon rauskopiert habe. Damit ihr euch das auch selber kaufen könnt. Ne? Ja, machen wir erstmal beiseite und dann zeige ich euch dieses hier. Ja, dieses Messer, ich finde, mit diesem Rainbow-Effekt sieht mega aus. Deswegen habe ich das auch bestellt. Es ist ein sehr, sehr kleines Messer. Also wenn man das mal so auf den Finger legt, also das ist echt nicht groß. Ne? Aber ausgeklappt, ja, das ist schon kein... Eine kleine Rarität hier. Das ist schon cool. Also sieht wirklich sehr hochwertig aus. Und es ist auch alles sehr stramm und voll Metall. Also es wiegt auch für diese Größe, wiegt es ordentlich was. Und hier wackelt auf jeden Fall nichts. Dann hat man hier einen Clip. Es ist nicht federunterstützt. Also hier ist keine Feder drin. Man musste hier drücken, damit es aufgeht. Aber, wie ihr selber seht, es geht nicht ganz auf. Das muss man dann mit der zweiten Hand machen. Und ja, es gibt hier auf jeden Fall noch so eine Schraube, womit man das dann auch noch aufmachen kann. Ja, das funktioniert auch. Also ich finde das, also das finde ich richtig cool. Ohne Scheiß. Ne? Ist leider in Deutschland auch natürlich nicht erlaubt, mit rumzutragen. Ja, wenn man das schließen möchte, dann drückt man hier und dann kann man den wieder schließen. Ja. Super. Kann auch durchgucken. Heftig. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Gürtelclip ist auch dran. Kann man auch abschrauben, wenn man will. Gott sei Dank.
So, ich würde sagen, wir lassen mal Taten sprechen und ich mache einfach mal den Schneidetest bei dem Messer. Also es wirkt auf jeden Fall sehr scharf. Aber das habe ich schon bei mehreren Messern gesagt. Aber letzten Endes war bis jetzt nur ein Messer wirklich scharf in den letzten Videos. Und jetzt gucken wir mal hier. Okay. Ja. Ah, es reißt mehr. Ah, das ist schon scharf. Ein bisschen mit Schwung, dann geht das natürlich besser. Also es ist jetzt nicht das krasseste Messer, muss ich sagen. Aber das hat schon eine, ordentliche Schärfe. So. Also spitz und scharf ist es auf jeden Fall. Also kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Ne? Ich finde, das gehört sich auch. Ich meine, Schärfe ist nicht alles, weil man kann ja zu Hause auch einfach mal eben zweimal mit Messerschärfer rübergehen. Dann ist das auch scharf. Aber ich finde, wenn man sich ein neues Messer bestellt, dann sollte es schon eine gewisse Grundschärfe haben. Ja, wie gesagt, Messer tue ich euch unten in die Infobox rein. Das Messer, das kam, glaube ich, lass mich lügen, aber so 8, 9 Euro mit Versand. Und ich finde es wirklich, ich finde das ein echt cooles Messer, weil es halt sehr klein ist. Es ist für die Größe relativ schwer. Man sieht, dass es auch auf jeden Fall komplett aus Metall gemacht wurde und hier nirgendwo Kunststoff verbaut wurde. Ich weiß natürlich nicht, wie lange jetzt diese schwarz lackierte Klinge hält. Das wird wahrscheinlich relativ schnell bei härterem Einsatz abblättern, aber ja, gut, das ist halt so, ne? Da kann man dann auch nichts gegen machen. So, dann gucken wir uns doch mal das andere Messer noch mal an, wie das im Schärfetest abschneidet. Oh, herrlich, das macht Spaß. So, ich schätze, ist echt schwer abzuschätzen, aber ich schätze das auch als scharf ein. Sehr gut eigentlich reinschneiden. Irgendwann hakelt der natürlich und dann reißt es. Und man muss auch dazu sagen, dass die Klinge hier auch ziemlich dick ist, ne? Aber scharf, also ist es auf jeden Fall. Ich schneide mal hier nochmal. Das Bermuda-Dreieck. Ja. Also hat es auf jeden Fall auch gut rausgetrennt, ne? Also, das ist auf jeden Fall auch gut scharf, ey. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist auf jeden Fall scharf. Klar, es reißt ein bisschen, aber das kommt wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwie zu steil oder zu schnell hier reingehe, dann knickt es halt, ne? Aber sonst sind die Schnitte eigentlich relativ glatt. Ja, so, das Messer tue ich euch auch in die Infobox. Diese beiden Messer sind bis jetzt meine Lieblingsmesser. Das eine hier, weil es halt so klein und süß ist und es wirklich geil aussieht. Und das hier, weil es, ja, es ist ein Bieröffner dran. Es hat eine aufspringende Klinge mit Federunterstützung. Es sieht cool aus, es ist schwer und wertig. Ja, also gefällt mir absolut. Ne, gerade fürs Angeln finde ich die so ein Messer richtig gut. Weil man muss ja die Fische abstechen. Ne, und man braucht ja nicht den ganzen... Manche Messer haben ja so eine Klinge, so in der Breite jetzt. Das ist ja viel zu viel. Du musst ja eigentlich nur... ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen darf, aber man muss ja, wenn man einen Fisch geangelt hat, muss man den ja betäuben. Und dann muss man den fachgerecht töten. Und dazu sticht man ja ins Herz rein
Und da braucht man ja nicht so eine Klinge. Und deswegen, da finde ich sowas, was spitz ist und eine lange, dünne, scharfe Klinge hat, finde ich da perfekt. Ja? Also zum Angeln oder so ist das echt gut. Auch zum Pakete aufmachen. Also wirklich, also wenn man damit kein Paket aufkriegt oder hiermit, ne, klein und süß, weiß ich auch nicht. Also wirklich gute Qualität für wenig Geld. Das hier kam, glaube ich, 10 Euro, das hier so 8 oder so. Und da kann man absolut nichts falsch machen. Ja, Freunde, das war schon wieder mit meinem Video. Wenn ihr noch mehr Messervideos sehen wollt, also ich habe hier einige, dann folgt mir auf jeden Fall, aktiviert die Glocke und lasst einen Daumen oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Könnt mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Da habe ich noch mal eine Frage an diejenigen, welchen, die sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen. Und zwar würde ich die Messer, weil ich habe mir x-tausend Messer bestellt, die würde ich gerne verlosen, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass ich die verlose, weil einerseits sollt ihr ja keine Adresse preisgeben, andererseits möchte ich keine Adresse preisgeben und ich weiß auch gar nicht, wie das ist, ob YouTube das überhaupt möchte, dass man Messer an euch verschickt. Weil es ja irgendwo gewissermaßen, ich weiß ja nicht, wer dahinter steht. Aber wenn ihr da schon irgendwelche Erfahrungen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich da sehr freuen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Menzelmeister.